Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, 1, 2, 3, 4. Wir befinden uns hier immer noch in dieser Festung und wurden ja leider in der letzten Folge getötet. Ich glaube sogar vom letzten Überlebenden. Deswegen müssen wir das jetzt alles nochmal machen. Aber das sollten wir hinbekommen. Ich bin guter Dinge. Ne, nur zielen. So. Kommt der zweite Person. Guckt sich das wieder an. So, okay. Damit hätten wir jetzt die hier oben schon mal wieder erledigt. Aus der letzten Folge wissen wir, dass es nur diese zwei hier sind. So, Salz, Feuerresistenz, schwarze Magierrobe. Ach, da muss stimmen, da muss ich mit Lydia gleich nochmal Sachen. Wo ist jetzt der zweite da? Nee. Oh, Lydia, bitte. Hä? Nein! Ich will doch nicht die Schmiede. Lass das doch. Pfoten weg. Beschwöre Novize. So. Gut. So. Mann und Frau liegen beieinander. Das ist doch schön. Ich gebe euch Deckung. Dankeschön. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das weiß ich doch zu schätzen. Und zwar kriegst du jetzt, wo haben wir sie denn da? Das kriegst du. Was hat man dir noch gegeben? Bei Sonstiges, du hattest noch Feuerholz bekommen. Und irgendwas war es, glaube ich, noch, aber das reicht jetzt erstmal. Ihr geht vor, ich folge. Jo, hatte ich was vergessen? Nö, ne? Haben wir alles. Gut. Hier kam jetzt erstmal nichts, ne? Ah, dieser Blitztyp eh. Stimmt, hier war noch eine Tür. Hier war noch Ruhe. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht von hier oben schon. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich sehe leider keinen, den wir schon von hier aus töten können. Und danach rufen wir uns auch gleich den Feueratronarchen zur Hilfe. Stehen die da oben? Da. Da ist einer, ja. Da ist wieder dieser Sturmmagier. Jetzt zurückziehen, erstmal zurückziehen, erstmal zurückziehen. Hier hoch. So, dann will ich den Feueratronarchen rufen. Orkischer Bogen. Sehr gut. So, einen haben wir noch. Der wird bei Lydia unten sein. Wow. Ey, der Sturmmagier haut echt rein. Lydia! Ist hier nix. Unerbitterlich machen können wir was anfangen, das stimmt. Ich muss kurz überlegen, wie wir es jetzt machen, weil dieses Sturmmagier haut echt rein. Das ist nicht so. Aber wo ist. Da unten noch. Boah, die weicht immer gut. Wow.
Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ey, ich kann mir doch jetzt hier nicht... Ich kann mir doch jetzt hier nicht von ihr Butter vom Brot schmieren lassen, ey. Das wird nix. Weg hier. Wow. Die Musik wird leiser. Herstellung verbessert. Feuertonnagen reicht's noch nicht. Eieieiei. Sollen wir uns in den offenen Kampf begeben? Sie hat uns aus den Augen verloren. Ja, sie verliert uns aus den Augen. Das ist gut. Doch, anscheinend ja schon. Ich habe sie wohl verstanden. Nix genug. Feierabend hier. Oh, ey. Das war vielleicht nicht glorreich. Und da kommt Lydia. Oh, meine Güte. Freunde der Sonne. Oh, was war denn das für ein Dolch? Zwergendolch, sehr geil. Hi, Lydia. Dankeschön, Lydia, ne? Bombe. Echt Bombe. Boah. Nicht schlecht. Okay, nehmen wir auch wieder mit. Sturmmagier hauen ordentlich rein. So, haben wir sie dann? Trollschädel. Krass. Jo, das war dann hier, wo der Hauptsitz von den Guten. Der Thronsaal. Resistenz gegen Krankheiten. Interessant. Was haben wir denn aktuell für eine Halskette um? Automatisches Speichern, darüber bin ich sehr dankbar. So, Bekleidung. Wo haben wir jetzt die Halskette? Da. Und welche tragen wir aktuell? Haben wir gar keine? Hä, hey, das wäre jetzt gut. Da, Amulett. Steiger Magiker um 10, ja, Ist jetzt nicht so, was mich jetzt gerade so umhaut. Haben wir hier noch? Aha, steigert die Krankheitsresistenz. Ja, dann machen wir hier die Krankheitsresistenz erstmal. Dann hauen wir uns das um den Kopf, um den Hals. Ah, da geht's noch weiter. So ist es nicht. Regeneriert sich 75% schneller. Stimmt, hat man, glaube ich, schon mal. Aber das jetzige ist besser. Klar, doch, jetzt... Für einen kurzen Moment habe ich mir gedacht, boah, aber nee, hatten wir ja schon mal. Unsere jetzige ist zwar nur, in Anführungsstrichen, nur 50%, aber dafür war ja unsere Zerstörungszauber 15% stärker. Ach du Gott. Bücher, einen Moment. So, was haben wir hier? Einen kleinen Sack. Mischt. Das Lied von Pelinal, Band 7 für unsere Lesemäuse. Könnt ihr euch das gerne mal durchschauen. Also die anderen waren echt leicht zu knacken. Die Wolfskönigin, Buch 5. Aber der Sturmmagier, oder war es eine Sturmmagierin, war weiblich, ne? Die war echt, die hat ordentlich einstecken können und ausgeteilt vor allem. Das hat man in der letzten Folge gesehen. Gut, da hat man jetzt nicht mal so die volle Energie, aber trotzdem, die kam um die Ecke wie ein Blitz. Und hat uns da weggepfeffert. Was? Grenzland, Eroberung und Wohnraum. Die Siedlungsgeschichte von Cyrodiil. Lest es euch durch.
Also da war ich echt froh, Lydia zu haben, die da unten sicherlich auch ein, zwei weggemetzelt hat. Und vor allem unser Feueratronarch. Velik Sain, Piratenkönig des Abekianischen Meeres? Abekianischen? Och, ist ja aber nicht viel. Reißt euch die Augen aus, schneidet ab das Ohr. Diese Segel stehen für Wahnsinn und Horror. Horror. Lasst zurück eure Schiffe, euer Gold, eure Frauen. Rot färbt sich das Wasser. Velik bringt das Grauen. Wollt gehen auf der Planke, hängen in der Schlinge. Keine Chance habt ihr, wenn ihr erhebt eure Klinge. Gnade könnt ihr von ihm nicht erwarten. Rot färbt er das Wasser, der König der Piraten. Galionen des Kaisers oder Schiff der Elfen, alle werden sinken und niemand kann helfen. Die Mannschaft ergötzt sich, quält euch und lacht. Rot färbt sich das Wasser in der ewigen Nacht. Er reißt euch in Stücke, bricht euer Gebein. Seine Augen glühen rot, sein Herz ist aus Stein. Merkt euch die Worte, sie ersparen euch Pein. Rot färbt er das Wasser, Kapitän Velik Sain. Geiles Gedicht, gefällt mir. Behalte ich, mein Lieblingsbuch, jetzt schon. Schon allein, weil es um Pirat geht, aber das war ein schönes Gedicht. Ein Tanz im Feuer, Band 1. Hey, wir fangen mal mit dem ersten Band an, oder hat man davon schon mal eins? Ich weiß es nicht. Ich merke mir das nicht, ich führe auch keine Strichliste. Aber das Gedicht hat mir gerade sehr gut gefallen. Vielleicht treffen wir ihn ja mal. Man weiß es nicht. Wieder mal ein langes Buch. Tada! Klar, die Bücher nehmen auch Platz weg, aber so what? Ich finde es schön, wenn wir eine kleine Buchsammlung irgendwie haben. So. Da können wir eine eigene Bibliothek eröffnen. So, und jetzt geht's... Wahrscheinlich pennt hier wieder irgendwo jemand. Ist das ein Hebel? Ach, eine Schatulle. Erstmal Truhe Novize. Ah, falsch. Aber wir haben genug, ne? 38 noch. Oh, wird ein Schuh draus. Ey, es ist der Wahnsinn. Du öffnest so eine große Truhe. Jetzt bin ich mal gespannt, was in dieser Schatulle jetzt drin ist. Eine Rüstung. Nein, Gold. Ein Granatstein und ein Rubinring. Schön. Da freut sich mein Herz. Haha. Juhu. Und hier hinten, hallo? Da ist eine Falle. Lydia, aufpassen. Kann man die entschärfen? Nö. Ah, da sehe ich das. Okay. Jemand im Bett? Nö. Okay. Ich zwänge mich nicht ein. Ich sehe dahin was anderes. Was war denn das jetzt? Wo ist denn da jetzt ein Gegner? Hm, doch niemand hier. Wow. Ach, herrje. Na, wieder falsch. Ich muss zu O. Ist da jemand? Nö. Wow, da kommen noch einige. Da kommen einige. Aber die Musik hat noch nicht eingesetzt. Das Spiel hat es noch nicht mitbekommen. Das war schon alles? Jetzt steht Lydia wieder im Weg. Wow, wo kommst du? Nein, 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 nein. Nicht noch einer. Wo kommt denn der her? Oh gut. Wer war denn das jetzt? Das war stark. Also du wirst deines Namens eine Sturmmarke jetzt nicht gerecht. Wo sind die jetzt hin? Wo hat denn die jetzt hinge... Hallo? Ich brauche eine Fackel. Wo ist denn der Sturmmagier jetzt gelandet? Hallo? Oder hast du die hier pulverisiert? Okay.
Okay. Oh, noch mehr Bücher. Immer mehr Bücher, ist der Wahnsinn. Ach du... Leute. Ich nehme erstmal den Winzer. Wir kommen hier gleich nochmal drauf. Boah. Ich mag dich, aber das mag ich nicht. Noch mehr Bücher. Was ist denn hier kaputt? Wir kommen in diesen Raum gleich nochmal zurück. Wie ist denn das mit den Arkanverzauberer? Wie funktioniert denn das jetzt? Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für die Verzauberung besitzen. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubert und damit zerstört werden. Das ist... Ja, stimmt, daran kann ich mich sogar erinnern. Entzaubern? Könnten wir hier das entzaubern? Weil wir müssen es auffüllen. Komm, machen wir jetzt mal. Lernen. Möchtest du diesen Gegenstand wirklich zerstören und seine Wirkung kennenlernen? Yo. Gut. Dann haben wir... Wir haben doch hier 10.000 schwarze Magier oben. Dann können wir auch mal eine zerstören. Zack. Haben wir erlernt. Totenbeschwörer zerstören. Zack, haben wir erlernt. Haben wir noch eine übrig. Mehr brauchen wir nicht. Wir ziehen uns keine zwei gleichzeitig drüber. So, was haben wir denn hier noch so? Verstärke die Krankheitsresistenz. Das bleibt doch alles drum. So, und jetzt könnten wir hier den Gegenstand aussuchen. Zum Beispiel könnten wir jetzt einen orkischen Bogen nehmen. Verzaubern könnte man Frostschaden geben. Ach, da, was? Ladung? Leidet 10 Punkte? Ja. Und noch einen Seelenstein. Haben wir einen winzigen. Gegenstand umbenennen? Nö. Der bleibt erstmal orkischer Bogen. Oder doch, Gegenstand umbenennen. Nein, Moment. Wir machen jetzt hier groß schreiben. Nummer 1. Herstellen. Gegenstand verzaubern? Ja. Nummer 1. So. Kunst kommt von Können. Was ist denn jetzt kaputt? Du, Nummer 1 ist nicht in unserer Hand. Wir halten zwar, als hätten wir einen Pfeil in der Hand, als hätten wir in der Hand, aber haben wir nicht. Wo ist Nummer 1? Nummer 1. Nein, jetzt mache ich keinen Mist. So, hier. Nummer 1. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Sollten wir echt öfter einsetzen. Lalalalalalalala. So, wir schauen uns jetzt hier erstmal noch kurz um, bevor wir das alles in Ruhe machen. Der hat hier so gesessen. Was hat er denn hier? Ach, der hat gegessen. Oh, hier sind noch mehr Bücher. Aber klar, wir sind bei Beschwörern. Drachenbaum. Gold. Zaubertrank der Feuerresistenz. Krankheit heilen. Krankheit heilen? Krankheit heilen. Lesen. Was brauchen wir dafür? Skeverfell. Verkohltes Skeverfell. Okay. Schlammkrabbenchitin. Das haben wir erst jetzt neu bekommen. Hier haben wir ein Dibella. Schreien von Dibella. Interessiert es mich natürlich, was dieser Schrein von Dibella, aktive Kräfte. Müsste das hier nicht sein? Dibellas Segen, plus 10 auf Redekunst, okay. Jetzt nichts, was einen jetzt so vom Hocker haut. Was? Flüchtigen Unsichtbarkeit. So. Oh, hier haben wir noch eine Holztür. Das wird dann... Noch mehr Bücher. Ich krieg die Krise. Da geht's dann bestimmt raus. Ja. Ah, es ist verbarrikadiert. Machen wir mal auf. Türriegel. Zack. Gut. Gehen wir jetzt runter, überprüfen noch die Tür, die verschlossen ist. Und wenn da... Normalerweise können wir es ja eigentlich auch schon so gucken. Abgeschlossen. Gut, dann kann ich jetzt hier beruhigt lang laufen. Holzschale. Geldbeutel. Gucken wir aber mal, was dahinter ist. Wenn da jetzt noch ein Gegner ist, dann raste ich aus. Da ist doch noch ein Gegner. Was haben wir denn da abgeschlossen?
Fuß. Ich habe schon wieder einen falschen Knopf eingesetzt. Naris, der Durchtriebene. Warte mal. Hätten wir mit dem quatschen können? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich werde euer erbärmliches Leben. Wow, 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 wow. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht echt was falsch gemacht habe. Lydia ist im Weg. Ah. Zaubertrank der Frostresistenz. Schwarze Magierrobe. Ah, guck mal, belebt ein. Oh. Es ist halt jetzt echt die Frage. Hätte der, und der hat einen Namen. Das haben nicht viele. Es gibt echt nicht viele, die einen Namen haben. Er ist zu mächtig, um als Zombie zu erweckt zu werden. Ich glaube, wir hätten mit dem normal sprechen können. Aber nee, eigentlich, warum? Schon krass, wenn so eine Halbnacksche dann einfach mal für dich kämpft. Nee, das war kein Guter. Ich erwecke nie wieder einen Zombie zum Leben, also bitte. Wenn die solche Geräusche machen. Ach du mein... Was ist denn hier passiert? Der hat die alle verbrannt. Ernsthaft? Okay. Also so wie es sich da... Oh. Ja, was liegt dir denn auf dem Herzen? Erzähl mal. Komm, rede mit mir. Du willst nicht mit mir reden? Dann halt nicht. Also ich glaube schon, wir hätten mit ihm reden können. Und dann hätte er uns in ein Gespräch verwickelt und wir hätten das hier beurteilen müssen. Weil wir kriegen es nicht auf, also wir können hier nichts machen. Dann hätten wir vielleicht... Oh, die ist jetzt einfach umgekippt. Okay, gut. Gut, gut, gut. Aber mittlerweile traue ich hier niemanden mehr. Ist so. Ach, ja. Ach. Gut. An sich würde ich jetzt diese Folge hier beenden. Allerdings, Das sage ich jetzt nur für die, die jetzt nicht so Bock haben auf Bücher lesen, werde ich jetzt die restliche Zeit jetzt doch noch die Bücher durchforsten, damit die, die es interessiert, sich das durchlesen können. Und für die, die ich, die es nicht so interessiert, möchte ich das jetzt nur erwähnen, dass jetzt in dieser Folge nur noch Lesen dran ist. Nur nicht, dass ihr jetzt hier wartet, dass irgendwie was passiert noch, nachdem wir jetzt die ganzen Bücher dann durchgegangen sind. Und dann seid ihr mega enttäuscht, weil dann in dieser Folge nichts mehr passiert. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt. So ist es nicht. Das haben wir nicht schon Wolfskönig Band 3? Haben wir das nicht schon durch? Ne, so ist es nicht. Wenn ihr dran bleibt, freue ich mich natürlich. Aber ich möchte euch jetzt natürlich auch nicht dazu nötigen, jetzt hier diese Bücher, die ihr vielleicht auch nicht durchliest, wie ich, jetzt da euch anzugucken. Aber manche interessiert's. Manche nicht. Manche finden es toll. Manche nicht. Der große Krieg. Ich hoffe, das sind jetzt Kinder. Okay, wenn ich mir den Wälzer da angucke, ist das schon ein großer Wälzer, aber... Ach so, ich dachte, es wäre schon vorbei. Der Krieg beginnt, na geil. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Ja, wie gesagt, das wird jetzt hier noch ein paar Minuten, glaube ich, in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt gerade eben gesehen habe, wie viele Bücher das da hier unten sind. Aber ein kleiner Service für die, die es interessiert. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches, Band 1.
Theoretisch müsste ich dann echt am Ende, wenn ich alle Bücher mir eingesammelt habe, mal so eine Reihenfolge machen. Also hätte ich jetzt auch doof gefunden. Oh, das war's schon. Wenn ich jetzt... Oh Gott. Das sind die Alduin, Akatosh, die Gotemie. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, so, nachdem das Let's Play dann nach Folge 100 noch was vorbei ist, komm, gucken wir uns mal jetzt all die Bücher durch und machen daraus irgendwie noch 5 oder bis oder 10 weitere Let's Play-Folgen. Mischtaktiken. Oh, ich dachte, das könnte jetzt irgendwie helfen, unsere Alchemie zu verbessern. Weil manchmal helfen ja solche Bücher dabei ja auch. Da können wir auch mal gucken, ob irgendjemand sich über solche Bücher vielleicht freut. Die wahre Barentia, Buch 3. Das rechts daneben sieht aus wie Band 2 oder also jedenfalls dazugehörend. Das Spiel ist schon überfordert mit den ganzen Büchern. Es ruckelt schon. Das ist die Stadt. Der Magier. Verlangen zugleich. Das ist mal wieder ein Wälzer hier. Ich könnte mal auf die Uhr gucken und schauen, wie lange wir für so ein Buch brauchen. Das wäre auch mal witzig. So. Ist das denn hier? Ne, ein Kuss, liebste Mutter. Aber hier, der Mystiker Galerion. Ah, sagt mir was. Haben wir das nicht vor uns erst gehabt? Das kann ich doch ganz leicht überprüfen. Bücher. Doch, ja, das haben wir schon gehabt. Aber das merke ich mir halt auch nicht. Ein Kuss, liebste Mutter. Kommt mir das jetzt nur von meinen anderen... Okay, das war's schon. Nein, zum Vorlesen... Ah, ein Kuss, liebste Mutter. Jetzt weiß ich, woher wir das kennen. Talos Fehler. Das sagt mir auch was. So, hier unten das Firmament. Sagt mir auch was. Ja, genau. Das beschreibt im Prinzip unseren Fertigkeitsbaum. Ich glaube, das haben wir schon mal. So. Okay. Wir haben dieses Regal erstmal abgearbeitet. Nein! Ich habe jetzt nicht ernsthaft diesen scheiß Krug mitgenommen. Das Lied vom Pilinal. Band 5. Das war's schon. Die arkturische Heresie. Wir lernen nichts dabei. Das ist so deprimierend. Es wäre schön, wenn dann einmal so dieses Bam auftaucht und dann steht da Alchemie verbessert oder schwere Rüstung verbessert. Und dann siehst du deinen Inhalt. Dann sehen wir unseren Levelbalken und dann so schwupp, wird er aufgefüllt, weil wir was gelernt haben. Aber nein. So, hier. Ja, stimmt. Ich weiß noch, wo es Bücher gab. Nicht mehr viele, aber... Nee, falsch. Hier links. So, hier nämlich. Das sind nochmal 3 Bücher. Die Legende des Roten Adlers sagt mir auch was. Aber hey, wir nehmen es jetzt einfach mit. Finde das Schwert des Roten Adlers. Okay, wir haben es also doch noch nicht gehabt, dieses Buch. Dann habe ich es schon mal bei einem anderen Game. Als ich es früher mal gespielt habe. Finde das Schwert des Roten Adlers. Wo haben wir es denn? Haben wir es hier irgendwo? Nö. Da, ist doch gleich das Erste. Was, wo ist denn das? Ach, hier hinten, Mensch. Ja, gleich um die Ecke. Locker. Edra und Edra. Das war's schon. Ach, da ist die Legende des Roten Adlers. Hä, das haben wir doch gerade erst gehabt. Muss mich jetzt verarschen. Zweimal dasselbe Buch. Euer Ernst. Über Hawker-Angriffe. Na, das, nee, das haben wir jetzt auch schon. Also, das ist jetzt. So, wenn wir jetzt einen haben, der sich freut, dann bin ich. Entschuldigung. Ach, hier haben wir doch noch. Oh Gott, Leute.
Ich rast aus. Alduin ist echt. Ohne Scheiß, der ist echt, echt. Wir sind schon bei 30 Minuten angekommen. Davon waren jetzt, glaube ich, irgendwie 8 Minuten Bücher lesen. Praxis. So. Gott, oh Gott. 6 Bücher haben wir noch. Tja. Die Mystiker Galerien hat man schon. Das hat man auch schon. Das hat man noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Stell dich echt froh, du setzt dich dann da. Aber warum nicht? Setz dich dann da unten rein, hast gerade mal erstmal so alle getötet so und dann machst du dich schon bequem und liest erstmal alle Bücher, die es da unten gibt. Weil wir auch so mega voll Zeit haben. Ich frage mich auch, was die Graubärte denken. Also so wie haben die ja jetzt, die haben ja auch schon ordentlich auf dem Buckel, ne? Ob die da überhaupt die Geduld haben, noch länger auf uns zu warten. Boah, warum ist denn das der hier noch so ein riesen Wälzer? Ja, jetzt aber mal hier. Jetzt aber mal Schluss. Jetzt mal gut. Jetzt aber Ende. Jetzt aber Feierabend. Jetzt finish. Jetzt fin. Ah, siehst du, du musst nur Französisch reden. Das gelbe Buch der Rätsel. Was ein Rätsel, da tut sich nichts. Doch, jetzt. Warum hat's denn nicht geblättert? Ach, das haben wir auch schon. Das Lied von Pelinal haben wir, glaube ich, schon. Aber die Ruinen hier noch. Ach, ey. Das kannst du keinem erzählen. Das ist alles nur Service für unsere Bücherwürmer hier. Nee. Blätter. Blätter. Immer mehr Blätter. Es werden immer mehr und es hört nicht auf. Immer weiter und weiter. Ich glaube, das hat man schon, aber so. Doch, das hat man schon. Das hat man schon. Super, die haben wir schon alles geklärt. Gut, dann noch fix hoch zur... So, wir stehen an der Holztür. Lydia! So, das können wir erstmal wegstecken. Komm, können wir uns zusammen hinstellen. Sieht man uns denn überhaupt? So. Aber es ist schwer, es ist dunkel. Naja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich will jetzt hier nicht noch weiter über die Stränge schlagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.